Guten Abend, liebe Schwestern und Brüder. Geht's Ihnen auch wie mir? Ich kann's nicht mehr hören. Dieses Wort mit den 4, 5 Buchstaben. Corona, Corona, Corona. Jeden Tag beherrscht es die Schlagzeilen. Die Zahlen werden größer, wir haben das Gefühl, es kommt näher auf uns zu. Und diese Woche hatte ich das Glück, dass ich gleich 3 Tage lang damit konfrontiert war, weil der Verdacht bestand, dass Bewohnerinnen und Bewohner unserer Einrichtungen über Dritte vielleicht infiziert worden sind. Man kann es einfach nicht mehr hören. Corona. Manchmal wünsche ich mir, mich kneift einer so ein bisschen und holt mich aus diesem Albtraum raus. Alles wird weniger. Abends nicht weggehen, Freunde von mir haben ihren Urlaub absagen müssen, die Ängste steigen, jeder Husten, hat man es vielleicht. Es macht einfach keinen Spaß mehr. Und diese Haltung, die darf auch da sein. Diese Haltung darf da sein, dass es einem lästig ist, dass man es überdrüssig ist, davon zu hören und auch, dass es einem keinen Spaß mehr macht. Man kann es einfach nicht mehr hören. Nur, was nützt uns diese Haltung? Corona ist da und ich habe das Gefühl, fast schon wieder so nah da wie März, April. Es fallen wieder Ausdrücke wie Lockdown, es könnte das passieren, jenes passieren. Und immer wieder hat man das Gefühl, es rückt näher. Auch nach Oberolm, Klein-Mindernheim und Essenheim. Ich glaube, einfach die Augen zu machen und zu sagen, uns wird es nicht erwischen, ist nicht die richtige Lösung. Ich glaube auch nicht, dass man sich einfach wegducken kann. Und ganz falsch ist es, so weiterzumachen wie bisher. Nach dem Motto, Party bis zum Letzten und dann, wenn es mich erwischt, habe ich halt Pech. Ich glaube schon, wir müssen uns, wie schon im Frühjahr, wieder näher an die Vorschriften halten. Masken tragen, Abstand halten, mehr telefonieren, weniger Begegnungen. Und glauben Sie mir, auch ich vermisse abends das Weggehen in die Kneipe. Und was ich noch viel mehr vermisse, sind die lustigen Abende bei mir in der Wohnung mit Ihnen oder Ihnen als Mitglieder unserer Pfarrei nach irgendwelchen Festen. Ich werde es vermissen, dass ich Sie am Kerb nicht sehe, weil es einfach nicht stattfindet. Ich werde Sie vermissen bei allen anderen Festivitäten. Und wie wir Weihnachten feiern, keine Ahnung. Wie gesagt, alles ärgerlich, aber die Augen zu machen bringt nichts. Ich möchte Sie eher auffordern, auch in diese Richtung Zeugnis zu geben. Geben Sie ein Zeugnis durch Ihr Verhalten, mit Maske, mit Abstand, dass diese Geschichte nicht harmlos ist. Geben Sie ein Zeugnis, dass wir füreinander sorgen können. Wir können für die Älteren, für die Schwächeren sorgen, indem wir sie und uns alle schützen. Indem wir dafür sorgen, dass die Werte nicht ansteigen. Indem wir dafür sorgen, durch unser Verhalten, dass die Krankenhäuser nicht voll werden. Und dass es vielleicht im Letzten dazu kommt, dass man entscheiden muss, der darf weiterleben und der muss sterben, weil die Betten nicht mehr reichen. Also, die Sache ist genauso dringend wie im Frühjahr. Vielleicht noch dringender, weil der Winter vor der Tür steht. Das hören Sie ja überall. Und wenn wir Christen für das Leben eintreten, dann können wir es jetzt ganz praktisch zeigen. Wir können es zeigen, indem wir alles tun, um Leben zu schützen, liebe Schwestern und Brüder. Alles tun, das heißt Maske, Abstand, Lüften, die ganzen Regeln einhalten. Und ruhig auch mal den einen oder den anderen darauf hinweisen, wenn er es nicht tut. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass wir Corona-frei bleiben. Ich wünsche Ihnen auch Durchhaltevermögen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie, auch wenn Sie es mehr wieder hören, Corona, diesen Überdruss aushalten und diese Situation irgendwie meistern können. Und, was ich Ihnen auch immer wieder anbieten kann, wenn Sie sich mal ausquatschen wollen, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Der Diakon hat ein Telefon, der Pfarrer auch. Mit dem Hund gehen, wenn wir zusammen laufen, mit ein bisschen Abstand, frische Luft, total Corona-korrekt. Also, wenn Ihnen die Decke auf den Kopf fällt, rufen Sie mich an. 0174 95 29 558. 0174 95 29 558. Ich nehme Sie gerne zum Spaziergang mit, auch wenn es schon abends dunkel, und kühl ist. Ich lade Sie ein, dass wir heute Abend wieder das Abendsegen mit einem Vaterunser beschließen und all die Menschen da reinpacken, die es schwer mit Corona haben, letztendlich auch uns selbst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So wünsche ich Ihnen einen gesegneten Abend, ein schönes Wochenende und freue mich, wenn wir uns auf diesem Kanal morgen Abend wieder sehen. So segne und behüte euch und alle, die ihr gerne habt, Gott, der euch gerne hat, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Einen schönen Abend und tschüss.